I am the Jochen, denn das ist der Frühsport für Samstag, den 10. Juli 2021. Schönen guten Morgen. Mark Cavendish hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen gestern in Carcassonne. Und das ist ein historischer Moment gewesen, denn jetzt hat Mark Cavendish 34 Tour de France-Etappen gewonnen. Und damit hat er den scheinbar ewigen Rekord von Eddy Merckx eingestellt, denn der hatte auch 34 Etappensiege. Und es ist so ein bisschen ein Jahr, die 40 Tore von Gerd Müller hat damals auch niemand gedacht, dass die nochmal geknackt werden, bis Lewandowski kam. Und diese 34 Etappensiege von Eddy Merckx, die sind ja auch seit vielen Jahrzehnten das Maß aller Dinge gewesen, da kam niemand mehr ran. Und jetzt hat Cavendish genau das eingestellt, 34 Mal gewonnen. Und diese Tour ist noch gar nicht vorbei. Der fährt ja noch ein bisschen und der könnte sich auch seinen 35. noch holen, so ähnlich wie bei Lewandowski das 41. Tor und könnte damit auch Geschichte schreiben und tatsächlich der Radfahrer mit den meisten Tour de France-Etappensiegen aller Zeiten, der alleinige werden. Denn gemeinsam haben sie den Rekord ja jetzt schon. Gesamtwertung unproblematisch, Pogacar vor Uran, vor Vingegaard und Carapaz, da hat sich nichts getan. Wir gehen heute auf die 14. Etappe und schauen mal kurz, was da so auf die Fahrer wartet. Erstmal kurz, wo sind wir? Wir verorten uns kurz hier in Frankreich. Das ist also der Süden diesmal wieder. Da ist Carcassonne, da sind wir heute hingefahren, also gestern hingefahren. Und heute fahren wir von Carcassonne hier runter nach Quillan. Heißt das, glaube ich, weiß nicht. An den Fuße der Pyrenäen. Und dann sehen wir hier in den nächsten Tagen, wird es da dann bergmäßig wieder abgehen. Vom Profil her noch nicht das ganz große Drama, aber es ist keine Cavendish-Etappe. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Gucken wir mal drauf. Einige Bergwertungen verstecken sich hier. Dritte Kategorie, zweite Kategorie. Und ein Auf und Ab gerade hier im Mittelteil. Da geht es schon richtig rund. Da wird Cavendish schon irgendwann aussortiert werden. Und hinten am Ziel gibt es eine Abfahrt runter. Und dann ist der Zielstrich erreicht in Quillan. Ja, wer das gewinnt, weiß ich nicht. Klassische Ausreißer-Etappe im Gesamtklassement wird, glaube ich, nichts passieren, weil die sich schonen werden für die richtig harten Etappen, die noch kommen. Aber ein Ausreißer könnte da in einer Gruppe, so wie Pollitt die Tage jetzt. Vielleicht ist das ein Fall für Buchmann, der in der Gesamtwertung ja auch weit abgehängt ist. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. 12:20 Uhr überträgt Eurosport 1 und One geht um 13 Uhr auf Sendung, gibt dann ab 14:30 Uhr ab ins Erste. Für die Tour de France, wer da gerne reingucken möchte, heute. In Wimbledon steht das Herrenfinale fest. Berrettini hat gewonnen gegen Hurkacz im Halbfinale und Djokovic lässt Schapovalov keine wirkliche Chance, gewinnt auch in 3 Sätzen. Somit haben wir das Endspiel am Sonntag: Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini. Mehr dazu morgen nochmal. Heute gibt es schon das Frauenendspiel um 15 Uhr auf dem Center Court, nämlich Ashleigh Barty gegen Karolina Pliskova. Und im Anschluss daran, dass, ja, je nachdem halt, wie lange die Damen brauchen werden, 16:30 Uhr, 17 Uhr, sowas wahrscheinlich, gibt es das Damen-Doppelfinale zwischen Kudermetova, pardon, und Vesnina gegen Hsieh und Mertens. Und daran im Anschluss, das dürfte dann so, je nachdem halt wieder, ne, 18:30 Uhr, 19 Uhr wahrscheinlich sein, das Herrenfinale im Doppel zwischen Mektić-Pavic und Granollers Ceballos. Mixed-Finale gibt es am Sonntag, dann zusammen mit dem Herren-Endspiel. Und es steht fest, dass im Mixed-Finale Kevin Kravitz nicht dabei sein wird. Er ist gestern mit Květa Peschke ausgeschieden im Mixed-Doppel-Halbfinale gegen Salisbury Dart. Nebeneffekt noch, Květa Peschke, seine Partnerin, hatte gestern tatsächlich dann ihren 46. Geburtstag am Tag dieses Matches und ist damit geringfügig jünger als ich. Aber gut, man muss fairerweise sagen, ich habe auch vor ein paar Monaten noch kein Wimbledon-Halbfinale mehr gespielt. Also großen Respekt an Květa Peschke und Kevin Kravitz, immerhin ihr zweites Match im Turnier, wir hatten es ja verfolgt im Laufe der Woche, aber da eben hat es nicht fürs Finale gereicht. Noch im Halbfinale drin ist Nastassja Schunk in der Juniorinnenkonkurrenz. Da möchte ich auch noch darauf hinweisen, die steht im Halbfinale und da bleiben wir auch am Ball und gucken mal, ob sie es vielleicht sogar ins Finale schafft. Das wäre auch eine schicke Sache. Im Hamburger Damenturnier haben wir das Halbfinale zwischen Jule Niemeyer und Andrea Petkovic. Die haben sich beide dafür qualifiziert und treffen jetzt direkt aufeinander. Mal sehen, wer da also das Endspiel erreichen wird. Eine von beiden auf jeden Fall. Kommen wir zum Basketball. NBA Finals. Die Phoenix Suns sind 2:0 in Führung gegangen gegen die Milwaukee Bucks. Jetzt ist erstmal Pause bis zur Nacht von Sonntag auf Montag. Da findet dann das
dritte Finalspiel zwischen diesen beiden Teams statt. Ich sage morgen nochmal Bescheid. Zum Fußball, da beginnt jetzt an diesem Wochenende der CONCACAF Gold Cup. Das ist ein weiteres Kontinentalturnier. Die Europameisterschaft liegt in den letzten Zügen. Morgen das Finale zwischen Italien und England. Dann haben wir die Copa America. Da gibt es das Finale heute Nacht schon, von Samstag auf Sonntag die Nacht also, um 2 Uhr zwischen Argentinien und Brasilien. Letzte Chance für Lionel Messi, ja, vielleicht, weiß ich nicht, aber eine der letzten Chancen für Messi, einen großen internationalen Titel mit Argentinien zu gewinnen, hat nicht sollen sein. Der hat schon einige Turniere gespielt mit den Argentinien, Weltmeisterschaften oder auch Südamerikameisterschaften. Titel ist nie bisher rausgesprungen. Jetzt haben sie die Chance, aber ausgerechnet gegen Gastgeber Brasilien im Maracanã-Stadion und da dürfen 10% Zuschauer rein, also knapp 8.000 werden das sein. Puh, könnte eng werden für Argentinien. Wer es sehen möchte, 2 Uhr nachts dann heute Nacht auf OneFootball oder auf Sport Digital. Aber jetzt bin ich abgeschwiffen. Ich wollte ja eigentlich zum Gold Cup was sagen. Der Gold Cup startet also als drittes Kontinentalturnier in diesem Sommer. Das ist die Meisterschaft von Nord- und Mittelamerika. Die Karibik-Teams haben in der letzten Woche, das sagte ich ja bereits, die Tage eine Vorqualifikation gespielt, haben das Feld jetzt vervollständigt und jetzt beginnt es also mit den ersten Gruppenspielen. Der große Favorit ist Mexiko, also auch auf Sport Digital übrigens zu sehen. Der große Favorit ist Mexiko, im alten Duell gegen die USA immer wieder gefordert gewesen, aber dieses Jahr bleibe ich mal dabei, Favorit sind sie die Mexikaner. Jetzt aber erstmal Vorrunde und dann, wenn wir sehen, in die K.O.-Runde einsteigen, werden wir dann in aller Ruhe, wenn es soweit ist. Handball, Freundschaftsspiele, Vorbereitung auf Olympia, wie man es nennen möchte. Deutschland hat gegen Brasilien gewonnen, klar mit 10 Toren Unterschied heute, gestern. Und es ist ein Miniturnier mit drei Teams. Heute gibt es Ägypten gegen Brasilien, das Ganze um 14:45 auf Sport 1. Und morgen dann die deutsche Mannschaft gegen Ägypten zum Abschluss. Und dann gibt es eine Tabelle und dann hat jemand gewonnen, kriegt irgendwas für. Und dann fahren sie weiter nach Tokio. German Football League gibt es heute außerdem noch. Die ELF spielt morgen erst mit ihrem kompletten vierten Spieltag. Aber die GFL ist heute am Start mit einem Spiel im Free TV. Und zwar Stuttgart gegen Ravensburg. Das gibt es live zu sehen ab 16:45 Uhr, ebenfalls auf Sport 1, wie auch vorher schon. Das Handballspiel Ägypten gegen Brasilien. Und zu guter Letzt habe ich noch was für die Rennsportfreunde. In New York City steigt der E-Prix oder der erste von zwei E-Prix der Formel E. Der zweite findet dann morgen statt, aber heute gibt es den ersten. Und der wird übertragen ab 22:30 Uhr, entweder auf Sat.1 oder auf DAZN. Sucht euch was raus. Dürfen beides gleiche Rennen zeigen. Das war's. Tipp des Tages ist für mich, naja, komm, es ist Wimbledon-Finale. Also Barty Plischkova ist jetzt nicht so der mega Straßenfeger, aber es ist halt schon das Endspiel. So, ich bin hundemüde, ich gehe jetzt wieder pennen. Morgen früh bin ich für euch da. Also, ja, genau, morgen früh wieder. Dann mit der Vorschau aufs Eurofinale. Dann mit dem Wimbledon-Finals, den noch offenen, und mit einer tollen Bergetappe bei der Tour de France und noch so ein bisschen Kleinscheiß nebenher, machen wir dann alles am morgigen Morgen. Es war schon espritreicher hier, was ich hier veranstaltet habe, aber momentan laufe ich so ein bisschen einfach nur jetzt noch durch. Ist ja wurscht. Wenn ihr bis hierher geguckt habt, hat es euch ja nichts ausgemacht. Das ist das Gute daran. Gerne bis morgen wieder an dieser Stelle. Habt einen fantastischen Samstag. Bis dann. Tschüss.